Tobi zu Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 16.09.2020. Und ja, zu unser DAX scheint ein bisschen zu viel im Rückwärtsgang unterwegs gewesen zu sein. Dem hat es jetzt hier das Getriebe zerlegt. Der geht nun gar nicht mehr vorwärts oder zurück. Also, den hat es einfach festgekeilt zum Dienstag nun. Und wir können mal kurz drauf gucken, wie die Erwartungshaltung war. Hatten ja gesagt, unten raus muss er halt einfach die 1,50 brechen, um sich da was zu aktivieren. Das ist nicht passiert. Andernfalls sollte er halt einfach oben nochmal 2,50, 2,60 probieren. Gegebenenfalls dann auch wieder zurück auf die 200 und hier irgendwie in der Vortagesrange rumhampeln. Das war's. Na, also, das ist letztendlich geworden. Deswegen können wir eigentlich alles hier einfach bloß nach rechts ziehen und die Analyse kurz machen. Zum Mittwoch hätte der DAX damit nun hier die gleichen Signalgeber, ne? Nee, ich würde ihn hier unten lassen. Ich würde sogar auch den hier oben lassen, also auch über der 300. Für den Fall der Fälle, dass die 280 jetzt auch nochmal abgegrast wird. Wir finden uns immer noch in der Verfallswoche. In der Regel sind die Verfallswochen doch für deutlich viel und ruckartige Bewegungen auch bekannt. Die setzen meist gegen Ende der Woche dann ein. Oft am Donnerstag, manchmal aber auch schon am Mittwoch, sollte man jetzt aufpassen. Mit der Art und Weise, wie der DAX die Tiefs gestellt hat, dieses typische Vormittagstiefs auf den Dienstag, nachdem es Montag runtergegangen ist, hat so diesen Turnaround-Charakter durchaus. Für den Dienstag sollte da jetzt nichts nach unten mehr passieren am Mittwoch und der Mittwoch nicht irgendwie hier unter der, ich sag mal, 13,180 rumhampeln, müsste man jetzt schon sagen, hat der Mittwoch gute Chancen, sich oben rauszuschieben und durchaus auch, ja, wieder im Bereich bis 4,50 vorzudringen. Ne? Also die Chance ist da. Muss ja letztendlich nur nach oben anfangen. Die 2,50 rausnehmen, 2,80 rausnehmen. Ich glaube, der Rest, der wird gar nicht so schwer dann. Und dann könnte er sich Stück für Stück dann einfach weiter hochschieben. Ne? Dann sollte man schon einplanen, dass der Mittwoch halt ja, so ein bisschen penetrant einfach auch werden kann halt. Ne? Also wirklich bis zum Schluss halt einfach immer wieder durchzieht und mit der Ruhe, die momentan halt wieder im Markt mit drin ist. Das soweit. Dort, wenn wir die 280 überwinden, wenn der DAX die 260 rausnimmt, also wenn er hier drüber geht, ansonsten bleibt er hier in seiner Range, bleibt er in seiner Range, Punkt, dann ist seitwärts die vorherrschende Richtung und da sollte man sich dann auch einfach gedulden und nicht irgendwie so nach dem Motto, wenn er bei 230 steht, gehe ich long und lass mich bei 200 ausstoppen und wenn er bei 190 steht, gehe ich short und lass mich bei 210 ausstoppen. Das funktioniert halt in der Range nicht. Ne? Dann kommt er immer wieder so in seinen Mittelpunkt zurück und der liegt hier so um 200, 190. Das sind so die Bereiche, die er immer wieder angelaufen bekommt. Und ja, solange er dort erstmal bleibt, vorherrschende Richtung seitwärts und oben über 260, 280, kriegt der erste Trigger-Signale. Über 315 bestätigt sich das und dann kann er bis hoch in die 400 rein, in die 450. Und wenn er besonders gut drauf ist, ist sogar auch schon eine 5,70 jetzt am Mittwoch möglich. Insbesondere durch den Verfall sollte man das einfach mit auf dem Wecker haben, dass hier halt auch mal ein Tag kommen kann, der einfach mal 200, 250 Punkte macht. Das ist nicht viel Bewegung halt. Ne? Es wirkt viel, wenn man sich so auf der Zunge zergehen lässt, aufgrund der doch kleineren Spanne, aber auch die Tage, die letzten Tage, die haben immer wieder richtig Knatter drinne gehabt hier halt, ne? Und unten muss man auch aufpassen halt, ne? Wenn er unten ausbricht unter 1,50, ist es wahrscheinlich, dass er die 100 anknackst. Sprich, dann wären wir schon wieder bei 13,20, 13,60. Das bleibt auch bestehen. Und wenn er das nicht gehalten bekommt, dann 12,69. Und dann geht es immer weiter halt, ne? Umso mehr er nicht gehalten bekommen hat, umso mehr Ziele aktiviert er sich unten. Gut, aber von daher eigentlich unveränderte Ansicht. Ja, seitwärts brauchen Impulse, brauchen oben raus, unten raus. Das muss ich nun zum Mittwoch zeigen. Er bekommt durch das Dienstagsvormittagstief leichten Vorteil auf der Oberseite, muss aber auch nutzen. Ja. Ansonsten im Tageschart kann man hier nichts hinzufügen. Das ist ein ordentliches Geeiche, ordentliches Geschacher. Wie gesagt, haben wir die Tage immer schon mal wieder drüber gesprochen. Das schreit ein wenig nach Auflösung. Tagespendler ziehen sich auch noch weiter zusammen hier. Irgendwann wird er mal auf der einen oder anderen Seite rausgehen. Und dann sollte man vorbereitet sein, halt, ne, dass man dann nicht zu sehr dort dagegen arbeitet. Freunde, ich würde es dabei belassen. Mehr kann ich gar nicht mitgeben. Viel andere tolle Weisheiten kann ich Ihnen auch nicht mitgeben. Apple sollte man sich ein bisschen mit angucken, jetzt auch zum Mittwoch. Die hatten hier ihren tollen Event-Tag per Livestream. Also, hab ja mal reingeguckt. Ich bin nur auch nicht unbedingt so der Apple-Fan. Weiß nicht, ich fand das so eher mehr. Weiß nicht, mich persönlich hat es nicht überzeugt. Aber das kann auch eine persönliche Meinung sein.
Interessant ist halt, dass die Aktie halt danach dann doch ein bisschen rote Kerzen geworfen hat. Die steht schon recht tief. Verwundert mich ehrlich gesagt, dass man zum Event sich da nicht ein bisschen was hat einfallen lassen, um die einfach ein bisschen zu motivieren. Ich meine, bei Musk hat man es gesehen, was schon ausreicht, um die Aktie wieder voll in die richtige Richtung zu ballern. Da reicht ein kleiner Tweet und die galoppiert volle Hütte durch. Das hat mich ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich zugeben, bei Apple. Also ich weiß nicht, ob sie die gerne mal noch unter der 100 stehen haben wollen. Sollte man aber ein bisschen im Blick behalten. Also die Worte hier unten jetzt hat jetzt nicht viel Rückendeckung bekommen. Ne? Wenn da wieder Verkaufsdruck reinkommt, kann es schon sein, dass die sich nochmal die Tiefs da unten anguckt. Und demzufolge würde unser DAX dann wahrscheinlich im Rahmen eines Gesamtabgabedrucks auf dem Markt vielleicht auch wieder ein bisschen in die Knie gehen. Aber hier fehlt es einfach an Signalen auf allen Ebenen. Fehlen überall Signale. Das ist nur Geschiebe, das ist nur seitwärts. Da ist noch nichts, wo wir sagen, das gibt jetzt hier eine Bewegungsrichtung vor. Außer, wie gesagt, diese kleine Geschichte. Was sind das für Linien hier? Meine Güte. Außer diese kleine Geschichte mit dem Dienstagvormittagstief. Gut, dann machen wir es so. Machen wir hier zu. Es ist halt mal ein kürzeres Video. Ich wünsche viel Erfolg, gutes Gelingen zum Mittwoch. Und ja, die Optionsscheine bleiben die gleichen. Auch die lassen wir unverändert für Aufwärtsstrecken. Für Abwärtsstrecken bleibt unverändert. Von daher, ich mach zu. Will sie nicht länger aufhalten.